Vertrauen aufbauen ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Medienerziehung. Und mit Vertrauen kann ich mich regelmäßig mit meinem Kind austauschen über seine Medienaktivitäten und kann ziemlich gut Absprachen treffen. Wenn ich Vertrauen habe, kann ich mich auch auf mein Kind verlassen und ich muss es nicht ständig kontrollieren. Denn je älter mein Kind wird, etwa im Teenageralter, ist es ja ganz alltäglich, dass es selbstständiger werden will und zum Erwachsenen heranreift. Wenn ich dann kontrolliere, tue ich das zumeist aus Sorge oder großer Angst. Auch das kann ich mit meinem Kind besprechen und vielleicht ergibt sich in dem Gespräch eine Vereinbarung, sodass ich mein Kind trotzdem laufen lassen kann. Sollte es mal ganz ernst werden oder auswegslos, dann kann ich mich auch bei Experten informieren.